So, aber der, ich bin jetzt in Sanremo. Hab gestern einen schönen Ruhetag eingelegt. Ein bisschen in Monaco im Casino. Ja, und jetzt eben zurück am Radl. Wollte eigentlich heute schon Downhill fahren, aber die letzten drei Tage Motocross in Ottobuono haben die Arme doch ein bisschen zu krass hergenommen für den Anfang. Und ich kann immer noch nicht wirklich einen Lenker halten, richtig gut. Darum habe ich jetzt beschlossen, haue ich heute eine schöne Tour rein. Bin jetzt auch schon fast 3 Stunden unterwegs. Bin auf dem Monte Bigone hochgetreten, oder dreht gerade hoch. Und fahre jetzt locker runter. Ja, und dann, ne, was das wahrscheinlich schon für heute, mehr oder weniger. Leg mich am Arsch, bin ich schon mal Limit. So, Tag 2 Sanremo. Frühsportzeit, wie immer, ne? Locker laufen, meine Übungen. Und dann wollte ich eigentlich, war geplant, Downhill zu fahren, aber der Shuttlefahrer hat gestern spät abends abgesagt, weil sein Auto kaputt ist, angeblich kaputt. Und jetzt habe ich keinen Shuttlefahrer. Jetzt muss ich halt ein bisschen umdisponieren. Das ist genau das, warum ich das Downhill-Fahren im Winter eigentlich hasse. Weil du kannst nirgends hinfahren, wo ein Lift ist. Sprich, du brauchst immer einen Shuttlefahrer. Und Shuttlen ist immer Stress. Du machst immer irgendein Auto kaputt. Bist immer angewiesen auf irgendjemanden. Aber naja, ist halt so. Ich würde jetzt eben, wie gesagt, Alter, hier ist ein Pumptrack, was geht denn ab? Krass. Ja genau, ich will jetzt heute immer gute Grundlageneinheit schön fahren. Oder vielleicht nochmal hochtreten und ein paar Enduro-Trails runterballern. Schon geil hier eigentlich. Der wahre Grund, warum ich heute nicht shuttle, ist auch nicht der, dass das Auto vom Shuttler kaputt ist, sondern ich will meinen Pro-Kopf-CO2-Verbrauch ein bisschen senken. Nach 3 Tagen Moped fahren, trete ich jetzt lieber den Berg hoch. In der Vorbereitung ist es auch wichtig, ein bisschen auf den Puls zu schauen. Ich zum Beispiel fahre exakt in einem Bereich zwischen 60 und 200 Schlägen.
vorbei San Remo. Ich habe doch noch jemanden gefunden, der mich shuttelt. Davide Soreca, Vize-Weltmeister im Motocross Enduro, hat sich hier auf der Downhill-Strecke vor 2 Monaten einen Ellbogen gebrochen. Aber ja, hat sich bereit erklärt, mich ein bisschen heute zu shutteln. Richtig gute Aktion von ihm. Hello guys! Absolute Maschine auf jeden Fall, der Typ. Jetzt in San Remo muss ich sagen, fuck, Downhill ist eigentlich schon krass. Die dritte Abfahrt. Macht super Spaß, endlich wieder auf dem Downhiller zu hocken. Aber ich muss sagen, es ist schon krass. Also das letzte Mal auf dem Downhiller war in Cairns bei der WM. Seitdem war das Rad eigentlich nur in der Werkstatt gestanden. Und eben jetzt ist das erste Mal wieder. Downhill ist schon krass. Also es wird schon ein paar Einheiten dauern, bis ich wieder zum alten Flow zurückfinde, aber ist jetzt erst Dezember, das erste Mal auf dem Downhiller weggesackt und wichtig ist, dass es endlich wieder geht. So, letzte Abfahrt, Sonne geht unter. So, Killer. Fertig für heute. Tag 1 Downhill. War der absolute Killer. Achtmal die Strecke runtergefahren von oben. 4-mal die Downhill, 4-mal die Freeride. Immer schon durchgefahren. Nicht übermäßigen Speed, einfach schön am Flow. Wieder ein bisschen gefahren. Das Gefühl zum Bike ist auch wieder gekommen. Danke fürs Nicht-Abwerfen. Und ja, jetzt fahre ich hoch zum Auto ziemlich um. Dann geht es zurück nach Ottobiano, weil dort mein Wohnwagen noch steht. Dann schauen wir mal, was mir morgen geht. Wenn alles okay ist, fahre ich nochmal eine Runde Motocross. Und wenn nicht, geht's heim. Aber ich denke, dass ich mich schon nochmal auf den Bock drauf hocken werde. Servus, ich bin Max Nagel und wir sind jetzt hier wieder zurück in Ottobiano, ein bisschen zum Trainieren, zum Testen und genießen einfach das geile Wetter in Italien. Oh yeah! Das ist halt krass, 25 Minuten ein bisschen durchgerollt in Ottobiano auf der internationalen Strecke und einen Durchschnittspuls von 176. Das kriegst du halt mit dem Radl vorne schwierig zusammen.
Tage Italien sind vorbei. Downhill fahren, Enduro fahren, Motocross fahren. Alles war geil, Wetter war killer. Jetzt packen wir die Sachen von heim, feiern ein bisschen Weihnachten. Dann geht's bald weiter.